Heute beschäftigen wir uns mal mit einer ziemlich simplen, aber doch irgendwie recht interessanten Frage. Es fliegen zum aktuellen Zeitpunkt über 20.000 zivile Flugzeuge irgendwo auf der Welt durch die Gegend. Und Airbus und Boeing, das sind die beiden größten Flugzeughersteller der Welt. Aber wer von beiden baut denn jetzt eigentlich mehr Flugzeuge von denen, die aktuell so unterwegs sind? Das schauen wir uns heute mal ganz genau an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Man kann bei dieser Frage, wer von den beiden Flugzeugherstellern denn jetzt die meisten aktiven Flugzeuge hat, da kann man sicherlich sehr stark ins Detail gehen, wo, wie, welche Flugzeuge am meisten rumfliegen und so weiter. Aber eigentlich geht es heute nur um ein paar stumpfe Zahlen. Es geht lediglich um die aktiven zivilen Flugzeuge, Passagierflugzeuge oder Frachtflugzeuge, die von einem der beiden Hersteller zum aktuellen Zeitpunkt irgendwo auf der Welt durch die Gegend fliegen. Damit umgehen wir jetzt natürlich so ein bisschen die eigentlich ja ganz wichtige Tatsache, dass der amerikanische Flugzeugbauer selbstverständlich schon sehr viel länger mit dabei ist, sehr viel länger am Markt vertreten ist als der europäische Konkurrent. Das sorgt bei der ganz allgemeinen Betrachtung der jemals gebauten Flugzeuge schon immer dafür, normalerweise immer dafür, dass Boeing natürlich deutlich mehr Flugzeuge produziert hat als Airbus, ist aber für die Betrachtung der aktuellen Situation ziemlich sinnfrei, sich das so anzuschauen. Und dass Airbus jetzt ziemlich genau 50 Jahre weniger lang Verkehrsflugzeuge produziert als Boeing, das ist ja mittlerweile auch echt kein Nachteil mehr für diese Betrachtung. Aber schauen wir uns das einfach mal etwas genauer an. Die aktuellen Daten kommen dafür übrigens von der wirklich empfehlenswerten Internetseite airfleets.net. Das älteste Airbus-Flugzeug, was uns dabei über den Weg laufen kann, das ist der Airbus A300 aus den 70er Jahren. Das Flugzeug ist heute tatsächlich noch ganz vereinzelt im Iran als Passagierflugzeug unterwegs, größtenteils aber als Frachter. FedEx ist mit über 60 Maschinen aktuell stolzer größter Betreiber des Airbus A300. Und ganz offiziell sind somit heute noch über 220 Airbus A300 irgendwo auf der Welt im aktiven zivilen Betrieb unterwegs. Über 220 Maschinen von einmal gebauten knapp 560 Airbus A300. Das ist schon eine recht beachtliche Leistung. Wenn man jetzt nach dem A310 sucht, nach dem Nachfolger oder nach dem Ergänzungsmodell der A300-Baureihe, wie auch immer man das sehen möchte, dort findet man tatsächlich ebenfalls überraschend wenige Maschinen im Passagierbetrieb. Es gibt noch ein paar Maschinen in der Flotte der kanadischen Air Transat beispielsweise, aber unterm Strich sind es tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt nur noch 47 aktive Maschinen vom Typ Airbus A310 und damit nur knapp 18% der jemals produzierten Airbus A310. Der hat also nicht so lange durchgehalten. Und jetzt schauen wir erstmal ein bisschen auf der Boeing-Seite nach und dort beginnen wir selbstverständlich mit der Boeing 707. Davon gibt es heutzutage aber tatsächlich leider kein ziviles Exemplar mehr. Also es gibt natürlich noch die Boeing 707, aber keine davon ist irgendwo auf der Welt als Frachtflugzeug oder sogar als Passagierflugzeug unterwegs. Die letzte zivile Maschine, eine als Frachtflugzeug genutzte Maschine der Saha Airlines, wurde erst im Januar 2019 im Iran beim Überrollen einer Landebahn zerstört. Chronologisch zwar nicht ganz passend, aber bevor wir diesen Flugzeugtypen vergessen, schieben wir an der Stelle mal eben schnell die Boeing 717 ein. Ein Flugzeug, das aus der damaligen DC-9 entstanden ist und davon wurden ab 1998 insgesamt etwas mehr als 150 Exemplare produziert und die sind heute tatsächlich auch fast alle noch, 93% davon, fast alle noch aktiv irgendwo im Linienbetrieb verschiedener Fluggesellschaften unterwegs. Bei der Boeing 727, dem Flugzeug, das chronologisch gesehen wirklich dann nach der 707 kommen würde, da wird es dann leider etwas undurchsichtig. Es gibt keine Boeing 727 mehr im aktiven Passagierbetrieb. Auch das hat tatsächlich erst im Januar 2019 aufgehört. Da gab es noch eine bei Iran Aseman Airlines. Aber mittlerweile gibt es nur noch ein paar Frachtflugzeuge und auch eine Handvoll privat genutzte Maschinen. Und da ist mir die konkrete Anzahl der heute wirklich noch aktiv genutzten Flugzeuge leider nicht ganz bekannt. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar, aber das müsste knapp unter 40 Maschinen liegen. Deswegen fairerweise rechnen wir jetzt einfach mal mit 40 Flugzeugen vom Typ Boeing 727, die zum aktuellen Zeitpunkt noch aktiv zivil auf der Welt unterwegs sind. Und das ist ja auch echt gar nicht mehr so wahnsinnig viel von ehemals über 1830 gebauten Maschinen vom Typ 727. Tja, und jetzt kommt bei beiden Flugzeugherstellern natürlich ein wirklich großer Batzen obendrauf. Und zwar kommen jetzt die sehr erfolgreich gebauten Standardrumpflugzeuge Boeing 737 und A320. Beide wurden tausendfach gebaut und sind auch noch tausendfach bestellt.
Die Frage ist jetzt nur, wer hat Stand heute die meisten davon aktiv bei irgendwelchen Fluggesellschaften untergebracht? Wenn man sich hier so in Europa umschaut, dann hat hier doch die A320-Familie wirklich stark zugelegt. So ziemlich jede große europäische Fluggesellschaft, nicht alle, aber fast alle, setzen mittlerweile in ihrem Europaverkehr auf den Mittelstrecken auf den Airbus A320 bzw. seine Familienmitglieder. Auf der anderen Seite, in den USA, da gibt es Fluggesellschaften wie beispielsweise Southwest Airlines, die mit über 750 Exemplaren vom Typ Boeing 737 aus der Masse hervorstechen. Also, der amerikanische Flugzeugbauer Boeing hat über all die Jahre über 10.000 Boeing 737 produziert. Allerdings sind von den klassischen Versionen bis zur 737-500 nur noch gut 28% der jemals gebauten etwas mehr als 3.100 Maschinen im aktiven Dienst irgendwo noch unterwegs. Und das sind laut aktuellen Informationen von airfleets.net jetzt gerade noch 862 aktive Flugzeuge. Tja, auf Seiten der ab 1996 produzierten Next Generation bzw. auf Seiten der Boeing 737 MAX, da sind es jetzt gerade noch über 96% der jemals gebauten Flugzeuge, die heute noch aktiv irgendwo unterwegs sind. Und das sind tatsächlich ziemlich genau 7095 Flugzeuge. Das ist eine beachtliche Menge. Die Tatsache, dass die noch recht neue Boeing 737 MAX zum aktuellen Zeitpunkt ja dummerweise mit mittlerweile tatsächlich über 600 Exemplaren am Boden steht, was ja auch wirklich eine nicht zu unterschätzende Menge ist, das lassen wir jetzt einfach mal kurz für diese Betrachtung außer Acht, denn diese Flugzeuge sollen ja bald mal wieder in den Himmel kommen oder bald überhaupt mal fliegen können. Die sind ja nicht geparkt und abgeschrieben, sondern mit den Dingern hat man noch was vor und die sollen ja bald wieder unterwegs sein. Tja, und so kommt man in Summe tatsächlich auf fast 8000 Maschinen vom Typ 737, die hier noch aktiv auf der Welt unterwegs sind. Das ist ziemlich beeindruckend und jetzt schauen wir mal auf Airbus Seite, ob die das auch hinbekommen. Neben dem eher unerfolgreichen Airbus A318, von dem insgesamt ja nicht mal 100 Maschinen produziert wurden und von dem heute nur 50 Maschinen noch irgendwo aktiv unterwegs sind, und neben dem eher erfolgreichen, fast 1500 Mal gebauten Airbus A319, von dem heute noch 1330 Maschinen aktiv sind, und neben dem wirklich erfolgreichen Airbus A321, von dem heute mit 1879 Exemplaren noch über 96% aller je gebauten Maschinen aktiv sind. Neben diesen drei Flugzeugtypen gibt es natürlich die Basis der Flugzeugfamilie und das ist der Airbus A320. 9 von 10 Airbus A320 sind heute noch aktiv. Und das bedeutet für die gut 5450 produzierten Maschinen des Typs, dass heute jetzt gerade noch 4903 aktive A320 irgendwo auf der Welt durch die Gegend fliegen und es kommen immer und immer mehr dazu. Tja, und jetzt hat der ein oder andere von euch das vielleicht schon zusammengerechnet. Das bedeutet, aus der A320-Familie fliegen mit 8162 Exemplaren jetzt tatsächlich etwas mehr Flugzeuge durch die Gegend als aus der 737-Baureihe. Auch wenn die Lücke dazwischen aktuell noch bei gerade mal knapp 200 Flugzeugen liegt. Der Vorsprung wird sich jedoch in den nächsten Jahren in naher Zukunft, zumindest laut aktuellen Informationen, noch etwas erweitern lassen. Denn vom A320neo sind ganz einfach mehr Exemplare bestellt als von der 737 MAX und auch die monatliche Produktionsrate der A320-Familie liegt mittlerweile ziemlich deutlich über der Boeing 737. Wirklich interessant wird es dann aber nochmal, wenn jetzt einer der beiden Hersteller dann irgendwann tatsächlich mal mit einem wirklich komplett neu entwickelten Flugzeug für diesen Bereich des Marktes um die Ecke kommt, dann könnte sich das Blatt natürlich auch wieder sehr schnell drehen. Kurzer Zwischenstand an der Stelle, auf dem Airbus-Konto stehen mittlerweile 8432 heute aktive Flugzeuge. Bei Boeing sind es aktuell 8142. Aber jetzt kommt ein Bereich, den Boeing ganz einfach lange Zeit besser macht oder vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt ja auch echt noch besser macht als Airbus. Und zwar sind das die wirklich großen Flugzeuge, das Langstreckengeschäft. Langstrecke können die Amerikaner schon lange richtig gut und haben auch in der Zeit, als Airbus schon daneben stand, als Konkurrent. Auch da haben sie immer mal wieder revolutionäre und ganz einfach auch clever gemachte Technik auf der Langstrecke groß machen können und sie haben unterm Strich tatsächlich auch häufiger mal das ganz einfach bessere Flugzeug für die Langstrecke gebaut. Und wir fangen hier natürlich an mit der Boeing 747. Vielleicht seht ihr die ab und zu mal am Frankfurter Flughafen, ist sie natürlich meistens unterwegs, weil sie dort stationiert ist. Eine Boeing 747-8 der Lufthansa trägt einen 1500 Aufkleber und der deutet schon mal darauf hin, dass dieses Flugzeug, die 747, wirklich oft gebaut wurde. Zumindest für ein Langstreckenflugzeug ist das eine echt beachtliche Anzahl, aber die 747 wurde halt auch sehr oft schon wieder ausgemustert. Das Flugzeug gibt es einfach schon sehr lange.
über 50 Jahre mittlerweile. Und tatsächlich ist heute nur noch gut ein Drittel aller je gebauten Jumbos irgendwo auf der Welt aktiv unterwegs. Und das sind laut aktuellen Informationen 551 Boeing 747. Das ist immer noch etwas mehr als doppelt so viel als das, was man vom A380 aktiv am Himmel finden kann. Der fliegt heute nämlich 235 Mal. Jo. Und dabei sind knapp alle Maschinen, die je vom A380 ausgeliefert wurden, heute noch aktiv. Ähnlich erfolgreich ist bei Boeing auch die 757 und die 767. Das sind zwei Flugzeugtypen, die man in Kombination miteinander entwickelt und gebaut hat und die dann auch, weil man sie beispielsweise mit einem Type Rating fliegen kann, die dann auch in Kombination miteinander bei vielen Fluggesellschaften über viele Jahre eingesetzt wurden und das hat sich bewährt, das hat gut funktioniert und beide Exemplare, beide Modelle wurden jeweils über 1000 Mal produziert. Das ist wirklich ein beachtlicher Erfolg. Aktiv fliegen tun heutzutage noch gut zwei Drittel der jemals gebauten Flugzeuge von der 757 genauso wie von der 767. Die 767 wird dabei mittlerweile oft als Frachter eingesetzt und wird tatsächlich auch heute noch gebaut, nur als Frachter allerdings. Und von der 757 gibt es heute noch 687 aktive Exemplare, von der 767 sind es noch 785 Exemplare. Auf der anderen Seite bei Airbus steht jetzt der A330 als nächster in der Reihe. Und auch das ist ein wirklich erfolgreiches Flugzeug, das heute auch als A330neo noch wirklich viel Potenzial bereithält und auch weiterhin gebaut wird. Insgesamt wurde das Flugzeug ab 1992 ganze 1460 Mal produziert. Wie gesagt, wird heute noch gebaut. Turkish Airlines ist zum aktuellen Zeitpunkt mit über 60 aktiven Maschinen der größte Betreiber des A330. Und wirklich aktiv sind davon heute noch über 90%. Das bedeutet, vom A330 fliegen heutzutage 1325 Exemplare durch die Gegend. Ja, und beim A340, der ja zur gleichen Zeit wie der A330 entwickelt wurde, da sieht das nicht annähernd so erfolgreich aus, den konnte man nur ganze 380 Mal bauen und davon ist heute nicht mal mehr die Hälfte aktiv unterwegs. 166 Maschinen gibt es davon noch irgendwo bei irgendwelchen Fluggesellschaften. Und das ist natürlich deutlich weniger als das, was man sich vor ein paar Jahren da mal gewünscht hat. Gut, schauen wir wieder auf die Boeing-Seite, denn da sieht es wieder deutlich besser aus, deutlich erfolgreicher, denn da steht jetzt die 777 an, die ja hoffentlich im nächsten Jahr noch mit der 777X einen würdigen Nachfolger bekommen wird, ein ordentliches Update. Tja, aber auch die ganz normale 777, der Vorgänger, ist bis heute bei den Passagieren und bei den Fluggesellschaften gleichermaßen beliebt. Obwohl es kommt so ein bisschen darauf an, wie viele Sitze die Fluggesellschaften in der 777 unterbringen. Denn beispielsweise in der 777-300ER, da beträgt die maximale Sitzplatzanzahl tatsächlich 550 Stück. Das ist ganz ordentlich. Das hat man gemacht, damit dieses Flugzeug auch wirklich, wenn es darauf ankommt, eine 747 ersetzen kann. Ändert dann aber selbstverständlich doch nichts daran, dass der größte Zweistrahler der Welt auch heute noch einer der beliebtesten und auch einer der meistgebauten Zweistrahler der Welt ist. Von dem ab 1993 produzierten Flugzeug fliegen heute noch über 90% der je gebauten Exemplare. Das sind 1452 Flugzeuge. Und jetzt fehlen uns natürlich noch die Boeing 787 und der Airbus A350. Beide sehr, sehr tolle Flugzeuge, die auch heute sehr modern sind, sehr neu sind und natürlich aktiv sind und auch noch hunderte offene Bestellungen haben. Auf das Airbus-Konto kommen beim A350 dann nochmal 295 Exemplare obendrauf. So viele hat man bereits ausgeliefert und natürlich ist noch jeder A350, den man ausgeliefert hat, auch heute wirklich noch aktiv unterwegs bei irgendeiner Fluggesellschaft, bei der Boeing 787. Das verliert man gerne mal aus den Augen, die seit mittlerweile 12 Jahren produziert wird. Da kommen sogar ganze 871 Exemplare auf das Boeing-Konto. Und damit haben wir eigentlich alle Flugzeuge zusammen. So steht jetzt, wenn man denn so möchte, ein Gewinner fest. Und laut unserer Betrachtung fliegen zum aktuellen Zeitpunkt vom europäischen Flugzeugbauer Airbus ganze 10.433 Flugzeuge aktiv durch die Gegend. Und auf der Boeing-Seite, da sind es aktiv 12.488 Flugzeuge und damit fliegen zum aktuellen Zeitpunkt am Himmel mehr Boeing-Flugzeuge durch die Gegend als Airbus-Flugzeuge. Und mit dieser Info könnt ihr es machen, was ihr wollt. In diesem Sinne soll es heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich freue mich wie immer sehr über Feedback zum Video und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.